Hello, hello, Sunshine! Hi und willkommen zu einer neuen Legung. Ich bin wieder da für euch und zwar legen wir heute mal auf ein Gegenüber. Ja? Du kannst dir jetzt mal überlegen, wer das hier heute sein darf. Vielleicht hast du irgendeine Person, wo du gerne mehr erfahren würdest. Ja? Wie denkt diese Person und wie fühlt diese Person in deine Richtung? Das schauen wir uns heute nämlich an. Ich lege mit dem Licht- und Schattentarot von Chris Ann. Da sehe ich schon den Gehängten. Hier ist anscheinend Pause. Nicht so viel Kontakt? Alright, vielleicht umso spannender dann irgendwie mal einen Einblick zu bekommen. Also, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Macht es euch gemütlich. Ja, ihr müsst nichts weiter tun. Vielleicht sind auch Leute dabei, die heute zum ersten Mal eingeschaltet haben. Ja, einfach berieseln lassen, sagen wir es mal so. Schaut, ob es passt. Ja, es ist eine allgemeine Legung. Hier gucken viele Menschen zu. Einige sollen es hören. Für andere ist es nicht die Botschaft. Ja, aber da müsst ihr für euch reinfühlen, ja? Seid immer schön ehrlich zu euch. Objektiv bleiben, ganz wichtig. Und dann legen wir los. Also, du denkst jetzt mal an deine Person. Ganz, 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 ganz aktiv, ja? Hol sie dir mal so vor das geistige Auge. Sag mal den Namen laut. Genau. Und dann starten wir mit den Gedanken. Welche Gedanken macht sich diese Person im Moment in deine Richtung, ja? Wenn sie deinen Namen hört. Wenn er deinen Namen hört, ich lege ja mal auf den Mann. Was denkt diese Person dann? Man hat so ein bisschen... Okay, ganz klare Botschaft hier schon wieder zu Beginn. 9 der Schwerter, Gedanken. Ja, in den Gedanken liegen die Gedanken. Die Schwerter sind die Gedanken, der Verstand. Ja, man macht sich geistig eine Platte. Sagen wir es einfach mal so. Ich habe hier eine Person... Wenn die zurückguckt auf euch oder auf die jetzige Situation mit dir, dann ist das so ein Mix aus Bereuen und Scham. Ja, jemand schämt sich hier. Könnte auch sein, dass er sich deswegen zurückgezogen hat. Aus Scham, ja. Weil er sich denkt, ob ich da jetzt überhaupt nochmal anklopfen kann, ich weiß nicht. Ich habe mir echt viel erlaubt. So eine Person habe ich hier. Mit den 9er Schwerter glaubt diese Person, dass hier echt viel schiefgegangen ist. Verbindet auch viel ungelöste bzw. unausgesprochene Dinge mit dir. Das ist so, als wären viele Sachen noch offen bei euch. Ja? Als hätte man vielleicht so wirklich irgendwie abrupt das Ganze getrennt oder irgendwie so... Ja, wenn man ist in den Rückzug gegangen und es gab noch 1000 Millionen offene Fragen. Sowas habe ich hier. Also ganz oft kriege ich rein, nachts denkt diese Person an dich, wenn so langsam Schlafenszeit ist, ne? Man macht so den Fernseher aus, man macht das Handy aus, man legt so weg und dann, ja, Stille. Und in der Stille kommen die Gedanken und die kreisen dann wirklich so um diese Person herum. Man hat wirklich, ich muss sagen, viel, nicht negative Gedanken, weil du jetzt irgendwie blöd warst oder so, sondern ich habe das Gefühl, dieser Mensch hat sich nicht korrekt verhalten dir gegenüber. Ja, der hat vielleicht wirklich das ein oder andere Ding gebracht, was dich auch verletzt hat, was dich enttäuscht hat und da schämt er sich für. Rückzug. Du solltest nicht so viel von dieser Person gehört haben in letzter Zeit und generell, die Person hat sich auch nicht nur von dir zurückgezogen, sondern ich habe ihn generell so als Einsiedler, das klingt komisch, Einzelgänger hier drinne. Ich glaube, dieser Mensch unternimmt generell nicht viel mit anderen Menschen aktuell. Der zieht sich so zurück und wie gesagt, in der Stille, da kommen halt dann die ganzen Gedanken hoch. Ne? Was gibt es hier noch zu sagen? Was liegt in seinen Gedanken in Bezug auf dich? Klare Botschaften bitte. Wenn er an dich denkt, was hat er denn in seinen Gedanken? Er versucht, seine Emotionen wegzudrücken. Also Emotionen und Gefühle in deine Richtung werden so gut wie gar nicht zugelassen, kriege ich rein. Ganz im Gegenteil, dieser Rückzug dient auch dazu, dass seine Gefühle runterkochen. Stellt euch vor, ihr habt einen Topf Wasser auf dem Herd, ne? Ihr macht den Herd auf 9, volle Pulle. Und der blubbert und kocht. Wenn ihr den Kochtopf runternehmt von der Platte, was passiert dann? Es hört auf zu kochen. Es geht sofort runter, ne? Diese ganzen Blubberblasen. Und genau das kriege ich rein, versucht dieser Mensch aktuell mit seinen Gefühlen, mit seinen Emotionen, ja? Er hat die Mauer hochgezogen vor dir. Der wirkt wie ein Eisklotz.
Wie so ein Stahlklotz. Ich kriege gerade Stahl rein, weil Stahl ist schön kalt. Der ist hier wirklich isoliert. Er hat sich isoliert, um seine Gefühle von dir zu isolieren. Ja, die Gründe können verschieden sein. Vielleicht ist was vorgefallen, ihr habt euch gestritten, ja, ihr wart vielleicht beide fies zueinander und man denkt sich, so, jetzt will ich sie vergessen, jetzt versuche ich da wirklich irgendwie alles wegzudrücken, was da hochkommt, weil da kommt einiges hoch bei ihm, da kannst du sicher sein, der denkt viel an dich. Oder aber du hast viel mit ihm gemacht, ja, hast vielleicht viele Gefühle in ihm ausgelöst und er kennt es nicht oder was auch immer. Er, ja, vermisst dich. Eine Entschuldigung. Er möchte sich entschuldigen. Und ja, ich hab's so drin, Leute, wir haben hier heute eine Person liegen. Schaut, ob ihr in Resonanz geht, ja. Ich habe hier heute eine Person, die hat wirklich viel Bösheiten, will ich nicht sagen, aber der war wirklich nicht korrekt so in der Vergangenheit zu dir. Ja, hat dich vielleicht oft sitzen lassen. Das Ende mit dir war richtig unschön. Hat dich vielleicht betrogen, ja. Oder mit einer anderen Frau irgendwie. Eine dritte Person war involviert. Also diese Person hier, guck mal. Ist nicht ein schwarzer Vogel, ja. Das sind hier mehrere Dinge, die dieser Mensch auf dem Kerbholz hat in Bezug auf dich, ja. Und dieser eine weiße Vogel, das ist das letzte Fünkchen Hoffnung, weil das hat er nie verloren. Egal, wie sehr ihr euch gestritten habt, selbst wenn ihr jetzt gar keinen Kontakt habt, da ist immer noch ein Fünkchen Hoffnung, kriege ich rein. Aber der Mensch drückt das weg. Selbst er weiß, dass er dich vermisst. Es tut ihm auch leid, also er ist sich dieser Schuld bewusst, es tut ihm auch leid, was passiert ist, er vermisst dich auch und trotzdem macht er den hier. Rückzug, oh, auf den letzten und höchsten, kältesten und einsamsten Berg ist er hier gewandert, ja? Rückzug, aber sowas von. Ja, hier, da haben wir es doch. Ich habe doch gerade gesagt, wie so ein Stahlklotz. Da haben wir den Stahlklotz, ja? Er beobachtet einfach nur. Er macht nichts, er wird nicht aktiv, er beobachtet einfach nur. Nach außen wirkt er total gechillt, als würde ihn das einfach gar nicht jucken. Aber warte mal, wie gesagt, wenn abends das Licht ausgeht, ja, und man alleine da liegt, da habe ich diese Person absolut in Gedanken in Bezug auf dich. Was will er denn hier noch sagen? Was hat er denn hier in Gedanken? Worüber denkt er denn nach in seinem Rückzug? Was bereut er denn hier so? Ich habe auch das Gefühl, da gab es eine Chance bei euch beiden, die er komplett vermasselt hat. Ich glaube, er ärgert sich selbst darüber, dass er sich so viel Fehltritte geleistet hat, dass er ja, sich das selber so stark verweigert, ja, dass er sich hinter dieser Mauer versteckt. Und die Mauer ist in dem Fall zum Beispiel hier so ein Fenster. Und statt dann mal einfach rauszugehen aus diesem Haus, malt er lieber so I miss you ans Fenster. Statt zu dir hinzufahren, dann braucht er dich ja nicht mehr vermissen. Bleibt er in diesem Zimmer so lange, dass die Scheiben schon beschlagen, ja? Er ist ja schon längere Zeit in seinem Rückzug, kriege ich rein. Und dann malt er lieber mit dem Finger, I miss you, und denkt dabei an dich. Ja? Aber den Mumm, diesen Mut und diese Verantwortung zu übernehmen, auf dich zuzukommen, sehe ich hier nicht. Er sagt, nimm's bitte nicht persönlich. Ich arbeite mich hier gerade durch meine Angelegenheiten durch, ja? Ich reflektiere gerade viel, mir wird auch gerade viel bewusst. Ich weiß, dass ich viel angestellt habe. Wie gesagt, die Gedanken lassen mich auch nicht los. Ja, auch der Gedanke an dich lässt mich einfach nicht los. Aber bitte nimm es nicht persönlich, sagt diese Person. Das ist ganz wichtig. Vielleicht hast du viel auf dich bezogen in der Vergangenheit, hast gesagt, ja, vielleicht war es ja auch meine Schuld, ne, dass er, keine Ahnung, das Treffen abgesagt hat oder. Oh, habe ich ihn jetzt zu viel genervt oder belagert oder sowas? Und man stellt sich ja dann solche Fragen, ne? Habe ich irgendwie was Falsches gesagt? Bin ich ihm zu nahe getreten? Er sagt, es liegt nicht an dir. Es hat was mit ihm persönlich zu tun. Das sind seine Angelegenheiten, ja? Das ist hier sein Ding. Er ist schuld, so nach dem Motto. Ja, er transformiert hier gerade die Dinge. Ich habe hier jemanden, wie gesagt, in diesem Rückzug, in der Stille kommen dem auch ganz viele Erkenntnisse. So ein Mensch habe ich hier. Und da arbeitet er sich jetzt gerade durch. Der transformiert sich hier selbst. Auch so seine Ansichten, ja. Kann auch sein, wisst ihr, was ich reinbekomme, dass dieser Mensch dich vielleicht sehr oft abgewiesen hat, ja. Und immer so einen auf, ach nee und ne, dich so weggeschoben hat. Und jetzt, wie gesagt, in dieser Transformation merkt er zum Beispiel zum allerersten Mal, dass er dich vermisst. Vielleicht kannte er das Gefühl von Vermissen gar nicht. Sowas, wisst ihr? Der sieht die Welt jetzt mit anderen Augen.
Und ich sage es immer wieder, Leute, wenn du etwas Geliebtes verlierst, dann weißt du erst, was du da hattest, ja. Das ist egal, ob du, keine Ahnung, hast deine neue Lieblingsjeans an, bleibst irgendwo hängen und da ist ein Loch drinne, oder deine Katze läuft weg oder wirklich irgendein geliebter Mensch, Gott bewahre, ne, stirbt oder sonst. Du weißt, was du hattest, wenn es nicht mehr da ist. Und so eine Geschichte habe ich hier. Wow, das habe ich vorhin schon gesagt. Einige Dinge bei euch sind unausgesprochen geblieben. Es gibt so viele Dinge, die dieser Mensch für sich behalten hat. Und du ahnst das gar nicht. Du ahnst es nicht. Gerade wenn er auch vor dir immer so dieser Stahlklotz war, ja. Vielleicht hat er in genau dem Moment, wo er so cool war, gedacht, wow, sie ist wunderschön. Wie gerne würde ich jetzt das und das mit ihr machen. Keine Ahnung, ja. Aber das ist nie zu dir durchgesickert. Es gibt auch einige Dinge, kriege ich rein, von denen weißt du einfach gar nichts, ja. Kann zum Beispiel sein, dass eine dritte Person hier noch irgendwie involviert ist und du weißt es nicht. Oder irgendwie in der Zwischenzeit, jetzt wo ihr nicht geredet habt, hat der Mensch hier seinen Job gewechselt. Hat ein neues Auto, ja. Hat die Freundschaft zu dem und dem beendet oder irgendwie sowas, ja. Gerade eben wegen dieser Transformation. Hier passiert gerade sehr, sehr viel. Und da würde dieser Mensch auch gerne mit dir drüber reden, ja. Du fehlst ihm auch so, weil ich habe das Gefühl, ihr habt immer viel geredet oder ihr habt euch so geupdatet, ja, und wart so für den anderen derjenige, wo man halt hingegangen ist, um zu quatschen. Okay, so sieht's aus in seinen Gedanken. Das sind so die Gedanken, die er sich hier macht. Scham, Reue, Erkenntnisse und eine Entschuldigung, die im Raum steht. Okay, jemand denkt über eine Entschuldigung nach. Was hat er denn im Herzen? So, liebe Leute, und ihr schaut jetzt mal, ob ihr in Resonanz geht heute, ne? Wenn das nicht passt, wenn ihr sagt, oh, irgendwie passt das alles nicht, dann macht das Video einfach aus. Gar nicht schlimm. Schaut euch ein anderes an. Aber wenn es passt, dann seid ihr auf jeden Fall richtig auf meinem Kanal. Es sei denn, mein Stil gefällt euch und ich gefalle euch. Also, ne, wie ich rede, quatsche und so weiter. Ich muss finde, es muss passen bei einem Tarot-Reader deines Vertrauens. Wenn ja, lasst gerne ein Abo da. Ist kostenlos, dann seid ihr am Start. Ihr könnt natürlich auch gerne Kanalmitglied werden, ne? Das kostet dann Geld, aber dann kriegt ihr auch mehr Videos von mir. Also, seine Gefühle. Bitte klare Botschaften. Welche Gefühle hat diese Person? Welche Gefühle? Was hat er im Herzen? Was hat er wahrhaftig im Herzen? Das Herz, die Gefühle kannst du nicht ändern. Was ist da in seinem Herzen für dich? Was hat er im Herzen? Das Ganze stresst ihn unwahrscheinlich doll. Das Ganze hier stresst ihn unwahrscheinlich doll. Die Anziehungskraft zu dir stresst ihn unwahrscheinlich doll. Der kann einfach nicht aufhören, über diese ganze Geschichte hier mit euch nachzudenken. Egal wie lange das her ist. Und wenn das schon ein Jahr her ist, dann bist du immer noch in seinem Herzen und in seinen Gedanken, aber sehr präsent. Ja? Nicht so einmal im Monat, ach ja, was ist eigentlich mit der Dingensbums hier? Ne? Ach ja, jo, alles klar. Nein. Du bist eher so der Typ von wegen, ich wache morgens auf und dir schießt sofort diese Geschichte hier in den Kopf. Auch auf der Arbeit. Der investiert hier ganz, ganz viel Gedankengut in diese Geschichte, die hier mit euch gelaufen ist. Und er spürt dich auch. Also ich habe das Gefühl, ihr habt hier ganz, ganz eine starke Anziehungskraft. Und Leute, das ist nicht, das hat man nicht mit jeder Person, ja. Mein Nachbar, da spüre ich jetzt nicht unbedingt was, weil ich ihn eine Woche nicht sehe. Aber es gibt Menschen, gerade wenn es um besondere Verbindungen geht, ne? Seelenpartner, Twin Flame, gerade Twin Flame. Oh, das ist wie so ein Band, was dich so dahin zerrt. Und das spürt der hier. Der hat so einen ganz, ganz starken Drang, ja, hier, zum Beispiel mit einer Entschuldigung zu kommen. Dieses, dass ihr gar nichts miteinander zu tun habt, so sehe ich das hier heute irgendwie. Oder halt schon länger nicht mehr, das macht diese Person verrückt. Das stresst den ohne Ende, ja. Das stresst den. Der will am liebsten genau das Gegenteil. Aber dass er das Gegenteil nicht hat, nämlich hier dieses, yo, bei uns ist alles super, ich mache die Arme in die Höhe, das stresst ihn. Hier ist ein ganz, ganz, ganz starkes Verlangen, auf dich zuzukommen. Und auch während der Arbeit, siehst du das? Hier ist ja das Feuer, diese Anziehungskraft. Auch auf der Arbeit hat er so Momente, da denkt er auf einmal gar nicht mehr an die Arbeit, ne? Da kommt so Kollegin Bertha und sagt so, Stefan, hey, Stefan? Und er, ach, ja, klar, hier ist die Akte XY, ne? So nach dem Motto, man hat so Tagträume. Seht ihr das? Diese Person starrt so auf die Flamme und ignoriert so total die Arbeit, die sich hier stapelt.
Ja, also wie gesagt, auch auf der Arbeit bist du ein Thema. Könnte auch sein für den einen oder anderen hier, dass ihr zusammen arbeitet oder dass euch die Arbeit irgendwie verbindet oder etwas Kreatives. Sternzeichen habe ich noch nicht so präsent hier drin. Ich habe die Stäbe, Feuerelement, Widder, Löwe, Schütze. Ich habe Schwerter, ja, Zwilling, Waage, Wassermann. Das sind für mich so die präsentesten hier. Schwerter vor allen Dingen. Zwilling, Waage, Wassermann. Was hat er im Herzen? Ja, ihr habt losgelassen. Jetzt im Moment ist hier nicht viel los bei euch, ja? Es kann sein, dass ihr wirklich auch akut getrennte Wege gegangen seid. Zum Beispiel habt ihr euch auch wohnlich getrennt oder eine Ehe ist zu Ende gegangen. Jeder ist hier wirklich so jetzt seinen eigenen Weg gegangen, ja? Und kann sogar sein, dass die Distanz zwischen euch größer geworden ist, weil dieser Mensch weit weg wohnt von dir. Aber das ist so ein Abschied mit schwerem Herzen, kriege ich rein. Ich sehe einen Flughafen und dann geht da einer so durchs Terminal und der andere bleibt stehen, weil er hier bleibt und beide fangen an zu heulen, so, ne? Sowas habe ich hier. Und jetzt wird mir auch ganz anders auf einmal. Da kriegt dieses I miss you eine ganz andere Bedeutung. Also, ich habe das so ein schweres Gefühl im Herzen. Deswegen stresst ihn das auch so, weil er das einfach nicht vergessen kann. Diese Fehler, die er gemacht hat, die setzen ihm auch ganz schön zu. Der kann da nicht einfach sagen, jo, hier, ich stelle das jetzt einfach ab. Er kriegt es nicht hin, das abzustellen. Kriegt es nicht hin. Ja, das ist so, wenn man Blödsinn macht. Was ist in seinem Herzen für dich? Was hat er in seinem Herzen für dich? Was fühlt er? Ich weiß, du bist es. Egal wie viele Kilometer uns trennen, egal welcher Kontinent oder welche Länder uns trennen, ja, egal welche Umstände uns trennen und egal wie das gelaufen ist mit uns beiden, egal ob wir uns jemals wiedersehen, ich werde immer wissen, du bist es, du bist meine Person. Du bist dieser eine ganz besondere Mensch für mich. Und ob wir den Karren schon vor die Wand gefahren haben oder ob da vielleicht noch Hoffnung ist, ich weiß einfach, du bist es. Ja, es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Auch mit deinem Seelenpartner kannst du es dir vermasseln, ja? Dann soll es nicht sein in diesem Leben. Vielleicht im letzten auch nicht, vielleicht aber im nächsten, ja? Und das ist manchmal wirklich sehr dramatisch so. Selbst die Person, die du über alles liebst, ja, selbst mit der kann es tatsächlich schiefgehen, ja. Aber auch das wird dann seinen Grund haben. Diese Person weiß trotz allem, was gelaufen ist, trotz der Scham und Schuld und dieser ganzen Emotionen, die vielleicht jetzt auch erst hochkommen bei ihm oder ihr, dass du es bist. Du hast was Besonderes einfach. Du unterscheidest dich sehr, sehr stark von anderen Menschen. Und diese Person versucht wirklich auch, wenn er jetzt andere Leute datet oder so, in diesen Personen dich zu finden, aber er findet sie nicht. Und das wird ihm immer mehr bewusst. Ich sehne mich sehr danach, wieder mit dir zusammen zu sein. Ritter der Stäbe. Hier ist dieser Wille. Hier ist so dieser Drang, wie ich schon gesagt habe, ne? Dich zu sehen, dich zu spüren, bei dir zu sein, wieder mit dir zu schreiben, sich auszutauschen, ja. Man will hier wieder Union, das bedeutet eine Einheit sein. Deswegen auch diese Entschuldigung, die hier drinnen liegt, ja. Man sehnt sich nach einem Treffen. I miss you. Ich kann dich hören, auch in der Stille. Ich kann dich hören, auch wenn du nicht da bist. Wenn ich so alleine in meinem Wohnzimmer sitze, dann lasse ich Gespräche von uns Revue passieren, als wir hier zusammengesessen haben. Oder wenn ich mit meinem Auto fahre, in dem Café sitze, wo wir waren, oder diese Orte, die wir einfach gemeinsam besucht haben. Wenn ich da alleine bin, ich kann dich hören. Ich höre dein Lachen vor allen Dingen. Dein Lachen ist so süß. Ich höre dein Lachen. Ich höre, wie du mir so ganz euphorisch was erzählst. Und in dem Moment habe ich es gar nicht geschätzt. Und jetzt wünschte ich mir, diese Stimme wäre nicht nur in meinem Kopf, sondern du wärst hier. Viel ging von meiner Seite aus. Die Mauern, die ich hochgezogen habe, die Gefühle, die ich nicht zugelassen habe. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin für so etwas Starkes wie das hier mit uns. Ich weiß, du bist meine Person, aber bin ich ready für sowas?
In der Vergangenheit war es auf jeden Fall nicht. Und jetzt gerade bin ich mir unsicher. Es ist kein Ja und auch kein Nein. Ich habe das Gefühl, bei mir muss noch einiges passieren. Ich muss noch durch. Ich bin noch nicht durch diesen Tunnel. Ich bin noch nicht durch dieses dunkle Tal, in dem ich mich jetzt gerade befinde. Das geht schon seit mehreren Monaten so, schon seit längerer Zeit. Es nimmt einfach kein Ende. Ich habe das Gefühl, die Dinge, mit denen ich zu kämpfen habe, mit denen soll ich kämpfen, aber es nimmt kein Ende. Wenn ich diesen einen Vogel weggestoßen habe, kommt schon der nächste. Und ja, da ist Hoffnung am Ende des Tunnels. Aber dieses Dunkle, diese negativen Energien und auch diese negativen Gedanken bei mir überwiegen einfach. Oftmals hatte ich auch das Gefühl, ich tue dir nicht gut. Du hast was Besseres verdient. Gedanken, Gefühle seinerseits für dich. Was ist hier relevant? Was ist hier relevant? Das Ganze hier mit euch stresst ihn unwahrscheinlich doll. Manchmal wünschte er sich, diese Gedanken würden aufhören. Ich bin jetzt mutig genug, um auf dich zuzugehen. Sternzeichen Löwe, ganz präsent. Wieder die Feuerenergie, wie ich schon gesagt habe, Widder, Löwe, Schütze. Die 48 könnte eine Rolle spielen, könnte ein Alter sein, könnte ein Monat sein. April, August, 4.8. könnte auch relevant sein. Dieser Mensch wird langsam zu dem, was er für notwendig hält, um auf dich zuzukommen. Und er sagt, er ist jetzt mutig genug. Ich bin, nicht ich bin bald, ich bin jetzt mutig genug. Ich habe das Gefühl, da kommt was. Hier kommt etwas, ja. Hier kommt jemand wirklich mit Gebrüll und will sich holen, wofür er brennt, ja, diese Entschuldigung. Wenn ein Löwe, ja, so auf der Steppe rumrennt und er sieht da was, ein Reh oder was auch immer da rumläuft, eine Antilope, dann hat der Wasser im Mund, ja. Und der Löwe kann nur schwer dem Ganzen widerstehen. Der wird Spurt machen und sich dann darüber herfallen, ja. Und so eine Energie habe ich hier. Er hat hier wirklich, er guckt jetzt mittlerweile in den Spiegel und ist selbstbewusster. Er fühlt sich mehr dem nah, was er die ganze Zeit versucht zu erreichen, was er vielleicht auch in diesem Rückzug versucht hat zu werden, ja. Welche Energie liegt hier auf den beiden? Löwe könnte auch ein Lieblingstier gewesen sein. Oder ihr wart mal im Safari-Park oder sowas. Löwen, Afrika. Verspieltheit. Ja, ich habe es vorhin noch gesagt, dein Lachen. Dein Lachen ist ihm so sehr in Erinnerung geblieben. Vertrauen. Um etwas verändern zu können, muss man es zuerst akzeptieren. Nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Ich habe das Gefühl, auch mit der Verspieltheit, die Karten sagen, nimm es locker. Nimm es locker und akzeptiere die Dinge, wie sie sind. Ja? Es gibt Prozesse, es gibt, wie gesagt, Fehler, die passieren. Es gibt Dinge, die sollen auch einfach nicht sein. Und ich persönlich lebe ja immer danach, es kommt, wie es kommt. Also es kommt, wie es kommt. Und es kommt, wie es kommen soll vor allen Dingen. Wenn etwas nicht für mich ist, dann klappt das nicht. Ja? Wenn im Gegenteil etwas für mich bestimmt ist, dann wird mich dieses Etwas finden. Und genau so eine Energie habe ich hier. Ja? Die Liebe kann man nicht beeinflussen. Du kannst jahrelang diese Emotionen vermeiden. Ja? Kannst du machen. Aber höchstwahrscheinlich wird dieser Deckel irgendwann ja, platzen, hochspringen. Es geht nicht auf immer und es geht nicht auf ewig. Und die Liebe findet eigentlich immer einen Weg. Ja? Also wenn es sein soll, sagen die Karten, dann wird es passieren. Vertrauen ist hier ganz, ganz wichtig. Hab Vertrauen in diesen ganzen Prozess, wenn du das möchtest. Wenn du sagst, nee, der kann mir gestohlen bleiben, gut, dann ist das was anderes. Ja? Aber wenn du glaubst, irgendwas sagt dir ja, der Mensch wird auf mich zukommen, zum Beispiel mit Entschuldigung. Dann hab Vertrauen.
Hab Vertrauen und lass laufen, Louis. Ja? Nicht zu sehr dran klammern, kriege ich rein. Verspielt, nimm es locker. Nimm es locker. Ja? Schau von oben aus der Vogelperspektive drauf. Vor allen Dingen, lass das Alte los. Ist ganz, ganz wichtig für euch beide. Hört auf, in der Vergangenheit rumzustochern. Wenn ihr euch nochmal begegnen solltet, ich kriege rein, wenn er sich meldet, dann begegne der ganzen Situation gerne fresh, ja, frisch, neu. Neues Kapitel, wie eine neue Seite. Das Alte ist vergangen. Nur, du musst dir vorher klar machen, möchtest du das nochmal? Dann gerne fresh und ohne, das hast du und du hast das in der Vergangenheit. Ganz ehrlich, das führt doch wieder zu nichts. Oder aber du sagst von vornherein, nein, das, was gewesen ist, das hat Konsequenzen. Das ist auch eine Entscheidung, die ist übelst legitim. Aber dann braucht man sich ja auch nicht nochmal treffen. Die Karten wollen hier einfach sagen, ich kann es nur transportieren. Die Karten sagen, ja, hab Vertrauen in den Prozess, warte ab, ja, bis dieses Tal hier vielleicht, bis der Löwe auf dich zukommt, bis der Löwe sich seine Beute holt. Und dann schlagt gerne gemeinsam ein neues Kapitel auf, damit auch neue Liebe in dein Leben treten kann. Wer weiß, was hier noch kommt. Meine Lieben, das ist der Rat der Karten. So sieht's aus hier. Schöne Legung, finde ich. Wirklich schöne Legung. Hier ist jemand sehr, sehr, sehr gestresst. Sehr gestresst. Das Ganze mit euch stresst diesen Menschen. Also, ich mache mich vom Acker. Schön, dass ihr da wart. Ich würde mich so sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo schenkt. Ja, dann sehen wir uns morgen nämlich auch schon wieder. Dann bin ich wieder in eurer Abo-Box. Ihr könnt auch gerne hier diese Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr sogar auf dem Handy so eine Benachrichtigung. Sunny hat ein neues Video. Und dann schauen wir wieder, ja, was da auf der anderen Seite los ist. Okay? Ihr Lieben, ich hab euch lieb. Macht euch noch ein paar schöne Stunden. Und wie gesagt, locker rangehen an das Ganze. Ich habe das Gefühl, da kommt was. Also, wir warten es ab. Wir gucken morgen ja wieder rein. Macht's gut, meine Lieben. Bis dann und niemals vergessen, always smile and shine.